Willkommen, liebe Clasher, bei mir, dem Thorsten Ratutu, beim Clan Two Warriors. Ja, wir schauen uns den entscheidenden Angriff hier in diesem CK einmal an und gucken mal, wie einfach es ist, als Max RH11 so eine, ja, eigentlich gar nicht mal so schlechte RH10 Base zu dreiern. Ja, man nimmt einfach Bowler Max, man nimmt einfach Miner Maxed, ein paar Helden dazu, ein paar Zauber dazu und go. Ja, alle Truppen hat er jetzt schon rausgesetzt, also das finde ich schon extrem krass, muss ich mal so sagen. Und aber die Masse an Truppen macht es dann hier, denn die Defense oder einiges an der Defense kann natürlich nur Einzelschaden an den Truppen machen. Das heißt also wenig Flächenschaden eigentlich in der Base. So will ich das mal bezeichnen. Und ja, dann ist es fast ein einfaches Spiel hier, auch bei mir ein Dreier zu holen. Ich meine, ich habe hier heute schon ein oder zweimal gedefft die drei, aber letztendlich hier gegen den ersten keine Schnitte. Keine Schnitte. Und ihr seht das hier außen, sind immer noch Miner unterwegs. Ich meine, 30 Stück. Die nehme ich ja mal gerade so mit. Ja, und dann vielleicht noch ein Queen Walk vorweg oder was auch immer. Ach, sehr, sehr ärgerlich. Naja, vielleicht, ich habe ja schon mal über ein anderes Base-Design nachgedacht. Aber eigentlich hat die Base immer ganz gut gehalten. Und sie defft ja nach wie vor auch gegen Elver. Aber ich meine, wenn du es so einfach hast wie dieser hier, ja, dann ist die Base natürlich ganz, ganz schnell Geschichte. Ich habe den auch noch gar nicht bis ganz zu Ende gesehen, aber ich wusste schon, oder ich weiß natürlich, dass es drei geworden sind. Trotzdem ist es beeindruckend, mit welcher Durchschlagskraft hier so ein Elver durch so eine 10er Base durchlatscht und beziehungsweise sie unterbuddelt, muss man ja auch sagen. So halb durchlatscht, halb unterbuddelt. Und ihr seht das hier, wie gut vor allen Dingen die Helden hier noch oder die ganze Zeit geschützt waren. Die Queen ist jetzt noch zündbar, das ist echt krass. Also ich weiß gar nicht, ob der die überhaupt gezündet hat oder ob er mir auch noch den hohen lässt und die erst gar nicht abdrückt. Ich denke mal, das wird auch so sein. Also die ist komplett hier durchgelatscht und hat kein... Ich meine, die hat vielleicht ist mal durchgeheilt worden, denn einen Heilzauber hat er ja gehabt, aber echt, echt mal krass. Naja, wir haben diesen CK hier ein bisschen außer Hand gegeben und ich möchte dafür wetten, dass ich nochmal angegriffen werde. Ja, ist klar. Da holt sich noch jemand ein bisschen Bonus. Naja. Ja, wie gesagt, den haben wir leider außer Hand gegeben, denn hier unten die Bases waren mal wieder ja ultra schwach. Also das muss ich euch nicht mehr zeigen hier sowas. Denn wir haben im unteren Bereich RH8 gehabt und die haben natürlich mit solchen Bases hier ein leichtes Spiel, so muss man es mal sagen. Ja, das ist immerhin schon ein relativ starker 7, aber ihr seht das hier, das sind die letzten drei Bases. Vier Bases, ja, die eigentlich... ja, nicht gerade super gut sind. Ich meine, ja, das ist ein Elver hier, aber sind wir mal ehrlich, die Kalesi hier ist ein, heißt das Kalesi? Ja, ist ein RH8 und mit Dreier Drachen. Ja, da ist so eine Base hier auch, wenn da ein Warden ist. Ist natürlich überhaupt keine Frage, dass du hier deine Drachen sogar über Eck schicken kannst hier und die Luftabwehren sind ja wirklich so schwach mit drei. Wut hat sie dabei, einen Eilzauber. Und dann jeweils noch ein Giftzauber. Denn irgendwas ist ja auch hier in der Clanburg. Mal sehen, ob da überhaupt 35 Truppen rauskommen. Ich weiß gar nicht, wie groß die jetzt im Moment ist. Aber der Elver und der Achter, das waren ja so Rusher Bases wie diese hier. Die haben bei uns Neuner gemacht, gar keine Frage. Mit ihren relativ starken Truppen. Also hier hat Engineered wieder so ein bisschen, nur ein bisschen zugeschlagen. Ich meine, die riskieren das ja auch, dass sie da unten immer drei Sterne kassieren. Das ist natürlich in den CKs so. Auch unsere haben dann natürlich irgendwann mal drei Sterne kassiert. Da musste der Gegner zwar ein bisschen von oben mit ran, aber er hat es natürlich super kompensieren können. Und wir waren diesmal richtig gut, kann man nicht anders sagen. Also das eigentlich ist es sehr, sehr ärgerlich, dass gerade noch so ganz, ganz zum Ende hier bei mir noch der dritte Stern geholt wurde. Aber wir haben ein bisschen eigentlich haben wir taktisch gut agiert. Das Doofe war, ich habe auch wieder mal sehr, sehr spät angegriffen. Das kam noch dazu. Und deswegen blieb mir, glaube ich, nur noch die 8 über und die 2. Also kläglich versagt. Aber komischerweise, es gibt ja doch immer noch Trostbonus.
Und mit ein bisschen Getausche, ich habe mir die Angriffe heute erst anschauen können. Ich war den ganzen Tag auch unterwegs und konnte immer nur ab und zu mal aufs Handy gucken. War ja die ganze Zeit auch noch im anderen Clan. Und deswegen hätte es da taktisch unter Umständen noch ein bisschen anders werden können. Denn Norman hat auch auf die 8, letztendlich hat der Elver hier ein Rathaus 10,5 gemacht, der auch nicht ganz so stark war. Den hätte ich eigentlich machen müssen. Und der Norman hätte dann an der Stelle nochmal ein bisschen höher gehen können. Aber, oder auf ein anderes RH, obwohl es war nur noch RH11, glaube ich, auf, oder auf ein schwächeres RH11. Also da haben wir irgendwo, ja, da haben wir den Stern oben, haben wir leider verloren an einer Base. Also 2 und 7 waren hier relativ stark. Und die haben wir leider nicht gepackt. Vielleicht hätte Norman eher die 7 gepackt und ich dann die 8 eher, weil die 8 wäre ein bisschen was für mich gewesen und der Norman dann die 7 auf 3. Aber hätte Fahrradkette, wie das ja immer so ist. Wie man es macht, man macht's manchmal richtig und manchmal falsch. Also Kopf hoch hier, wir gewinnen ewig, also wir gewinnen immer zusammen und wir verlieren natürlich auch zusammen und stecken auch den Kopf jetzt nicht in den Sand. Ich glaube, der nächste, der gleich gestartet wird, wird ein 25er CK werden. Ja, wir starten heute schon, auch unüblich für den Donnerstag, aber ich glaube, dass wir gleich starten. Ich bin im Moment so ein bisschen unlustig, was das Streamen angeht. Ich weiß noch nicht, ob ich das Samstag mache oder schaffe, so muss ich sagen. Ich habe auch ab Freitag wieder Bereitschaft und dann streame ich auch samstags eigentlich nicht so gerne, denn wie Murphy dann natürlich zuschlägt, bist du gerade im Stream, dann bimmelt irgendwo ein Alarm, dann muss ich irgendwo anfangen zu arbeiten und dann, da habe ich immer ein schlechtes Gefühl bei. Und also das ist nicht so, dass es immer bei uns alarmiert oder so, sondern das ist dann eher weniger der Fall, gar keine Frage. Und ja, das ist der Angriff eigentlich von Norman, die hätte ich mal machen sollen, die Achter hier, beziehungsweise die Nummer 8, denn das, den hätte ich, denke ich mal, auch dreiern können, wie auch immer, ob jetzt mit Bowler oder, na, vermutlich eher mit meiner. Und dann hätte sich der Norman nämlich die 7 schnappen sollen. Und so war das sicherlich für ihn hier ein relativ leichtes Spiel, auf die Base hier 3 Sterne zu machen. Er kommt jetzt zwar ein bisschen vom Weg ab mit seiner Queen, aber ach, auf so eine Base hier mit, ich meine, Norman ist auch maxed out. Von den Truppen her, ja, da fehlen ihnen jetzt noch die Walküren, aber die sind ja jetzt erst vor kurzem damit reingekommen. Und ich denke mal, die laufen auch bei ihm. Jetzt hat er noch mal, ja, das passiert mir auch immer, dass ich meine Mauerbrecher auch immer so gut in die Base schubse, dass jetzt hier unten zwar das Loch ist, aber da wollte Norman gar nicht weitermachen. Jetzt hat er keine Mauerbrecher mehr, aber hier unten ist schon mal ein Loch. Aber ist bei mir ja genauso. Ich schicke die auch immer genau so hinter der Queen, dass das Loch hinter der Queen auf ist und sie garantiert nicht durch diese Mauer dann geht. Ja, das passiert mir auch sehr, sehr häufig beim Queen Walk. Und das muss ich auch noch mal ein bisschen genauer timen an der Stelle. Aber hier geht jetzt der King außen voraus mit Level 45. Ist der natürlich auch schon, ist ja schon ein Hammer. Der fängt hier alles an Schaden auf, was hier von außen kommt. Und von innen tanken die Skelette gerade mit den Riesen hier noch in der Mitte. Dann hat er jetzt noch Walküren auch gehabt. Ich denke mal, hat er sicherlich für eine andere Base gebaut gehabt, die wir aber letztendlich im oberen Bereich gut gemacht haben. Und so sind das hier verdiente 3 Sterne geworden. Also, ja, ich hätte fast gesagt Overkill, easy peasy. King ist immer noch voll da. Und auch hier hat er nicht. Hier waren die Helden auch immer noch voll im Futter hier. Also tolles Ding hier. So, ich habe heute Abend mal einen Tee. Oh, da ist mir der CK mal wieder da zuvor gekommen. Jetzt muss ich hier wieder reingucken. Und das war jetzt gerade die Nummer. Was haben wir denn hier gehabt? Was haben wir hier gehabt? Ach, wir hatten eben 9. Ja, wir hatten eben die 9. Die 6 hat sich hier der Sensenkujo vorgenommen. Sensenkujo im Moment bei uns auch hoch im Ranking, also in der Legendenliga, und hat hier unten ein Loch gefunden. Auch nicht schlecht. Kann man mal eben die Clanburg locken. Sieht man ja auch eher selten, aber so zum Clanburg locken ist das sicherlich schon mal genau das Richtige. Kommt jetzt hier mit Queen und den Heilern erstmal. Also erstmal ein kleiner Queen Walk hier an der Stelle. Ja, die tun ganz schön weh. So ein kleiner Mini-Drache und ein Drache. Jetzt kommt noch der Loon dazu. Aber gut, wenn der jetzt einen Loon was fallen lässt, macht er aber auch nicht. Er funnelt hier jetzt erstmal weiter und hat
Was hat er da unten noch? Oh, noch mehr Heiler und Bowler. Und drei Wuteinsprung. Mal sehen, wie er die setzt. Und ein Heil. Heil ist auch nicht schlecht. Okay, der hat natürlich die Infernos auch schön mittig, sodass du außen irgendwo dann auch was heilen kannst. Das ist natürlich auch nicht schlecht. Und wir schauen mal, wie er hier in die Base reingekommen ist. Den habe ich noch gar nicht gesehen. Den Angriff hier. Aber hier ist, ihr seht das auch links, tickert es auch im Chat. Hier ist im Moment eigentlich gute Aktivität da. Alle sind ganz gut drauf, auch wenn wir hier verloren haben. Ist halt ein Spielchen. Und deswegen verlieren wir hier sowieso an der Stelle nie den Mut. Sieht man auch daran, dass wir jetzt wieder einen starken CK spielen. Ich denke mal, dass wir einen 25er spielen. Uns haben eben noch zwei Stück gefehlt. Und die lassen sich bei einer fast vollen Bude natürlich super, super hier auftreiben. Dass du noch irgendwo zwei hast. Einmal in den sozialen Medien gefragt. Zwei Leute noch. Und oh, der Sprung ist ja cool. Cool gemacht hier mit dem Sprung. Voll in die Mitte rein. Und jetzt geht hier natürlich auch alles durch die Mitte durch. Warden ist mit dabei. Queen ist mit dabei. Außen sind die Bowler. Schön mit den Heilern. Ja, das ist auch cool gemacht. Und jetzt hat er hier den Heilzauber geworfen. Auf die Truppen einfach in der Mitte, denn die werden jetzt nochmal echt super durchgeheilt. Die Infernos konnten sich ja jetzt 5 Ziele auch nur nehmen. Und der Rest wird erstmal geheilt und die stehen ja immer noch im Heil. Also der 7er Heil ist A schon stark und B läuft da auch richtig lange. Queen jetzt gezündet, aber die Queen wird jetzt auch geheilt, weil sie auch angeschossen wurde. Das heißt also, sie ist, ich nenne es mal so, verletzt. Hat also schon Heal Points verloren. Und so ist sie jetzt erstmal das nächste Ziel, was geheilt werden muss. Ja, und das ist natürlich nicht schlecht, dann die Heiler wechseln dann auch erst dann, wenn das Ziel wieder voll ist oder wenn das Ziel außer Range ist. Also kann ja sein, dass die Heiler mal weggefegt werden zu einem anderen Ziel, dann fangen die da an zu heilen, aber hier ist es halt die Queen und so hat er das gut gemacht hier, denke ich mal. Hat im ersten Angriff auch nicht so gut angegriffen, also sein erster Angriff war genauso gut wie mein zweiter Angriff, nämlich 0 Sterne, aber ist nicht so schlimm. Hat er hier schön kompensiert und hat sicherlich auch schon öfter mal gezeigt, dass er was kann. Das konnte auch der Hocke mal wieder hier zeigen. Also ihr seht das hier oben, 3 auf 2 auf 3, RH11 auf RH11 mit Maxed Out. Ja, ist sie schon Maxed Out? Da fehlen noch die Bogenschützentürme, aber der Rest hier ist schon relativ stark, was die Base angeht. Und gerade so Elver Bases, ja, wenn man das, man müsste sich eigentlich mal die Mühe machen, wie viele Heal Points die Truppen hier in so einer Maxed RH11 Base runterkloppen müssen. Ne, das ist nämlich echt enorm viel in den 3 Minuten, muss man sich auch mal vorstellen. Aber lupen rein hier mit den Mauerbrechern hier reingekommen. Ah, krass, schönes Loch da geschlagen. Und jetzt ist die Queen schon mal ein bisschen in der Base, noch nicht so richtig tief. Aber sie ist jetzt schon mal gut dabei und hat schon mal einen super Funnel gemacht. Der Funnel geht jetzt weiter mit Bowler und ja, hat er da Hexen dabei? Ja, hat er auch wieder ein paar Hexen dabei. Und hat hier 10 Miner noch als Backup, ich denke mal, sicherlich für die Mitte, denn die Truppen, oh, da gehen schon die ersten Truppen in die Mitte. Das ist natürlich auch super und in der Mitte ist vor allen Dingen Single Inferno einer. Und für die Bowler natürlich optimal, denn da wird jetzt nur einer getroffen. Und jetzt hat er natürlich einen Single Inferno da auf der anderen Seite. Die Heiler nutzen da jetzt leider nichts. Hat er bestimmt nicht mit gerechnet, dass die jetzt schon mal den Single Inferno weggemacht haben. Und jetzt geht es hier erstmal weiter mit der Rundreise. Also ist ja so eine typische Rundbase hier. Ja, weiß ich nicht, ob die noch gut ist. In ein paar Tagen, nämlich in 7 plus 14 Tagen, werde ich es auch wissen, wie man eine RA11 Base baut. Denn ihr habt das ja gestern gesehen. Ich habe gestern die Bogenschützin als vorletzte Truppe angestoßen. Und in 7 Tagen, also wenn ihr das Video seht, in 6 Tagen, geht mein Rathaus auf Level 11 hoch. Das heißt, dann stoße ich es an. Dann passt das auch von der Zeit her. Und von dem Labor her, wo ja die Barbaren dann endauslaufen, ich das Labor dann eigentlich updaten kann, sodass die Barbaren zeitgleich mit dem Labor fertig werden. Dann bin ich ja schon länger RH11 und sicherlich wieder mit meiner Kobold-Gang unterwegs, um hier 5 Bauarbeiter zu beschäftigen. Muss man auch mal gucken, wie das hier so dann geht im RH11-Bereich, dass hier alle Bobs laufen und du die Lager trotzdem immer noch gut voll hast. Ich weiß auch noch nicht, ob ich wieder nur mit 4 Bobs baue oder ob ich mir wieder einen freilasse, der vielleicht dann mal auch mal einen Helden zwischendurch macht. Denn die Laufzeiten, gerade der
Alten Diff, beziehungsweise das, was man dann appen kann, ist natürlich enorm. Und da hast du natürlich nicht ewig einen Bob frei, gerade wenn du es dunkel voll hast, dass du mal eben so einen Helden machst. Deswegen kann es sein, dass ich wieder nur mit 4 baue und mir einfach einen freilasse für einen Busch oder für einen Helden, der dann hochgeht. Muss ich mal schauen. Denn gerade der Warden hat ja noch nicht so eine lange Laufzeit. Erstmal so von 1 bis 5. Und ich denke mal, den lasse ich mir auch frei, damit er auf jeden Fall seine Fähigkeit hier relativ schnell hat. Und wir sehen hier ja ganz frisch, nein, so ganz frisch ist er bei uns nicht, den King Arthur hier. Er ist nämlich seit ein paar Tagen wieder bei uns. Ich weiß gar nicht, wer den reanimiert hat oder reaktiviert hat. Ich glaube, es war der Matze, der Swash. Und die beiden waren nämlich, glaube ich, ständig in Kontakt irgendwo. Der Arthur hat auch bei uns mal eine Auszeit genommen, war dann mit seinen gesamten Charakteren irgendwie so ein bisschen auch, zumindest für mich, außer Welt. Und kommt hier oben schön mit den Drachen und den geklonten Loons hier rein. Das hat der Swash auch gemacht heute. Hat zwar nicht so gut bei ihm geklappt, aber finde ich natürlich gut, dass die Kombi hier genutzt wird. Denn ich glaube, im Moment ist sie wirklich, wirklich stark. Mit also Drachen, mit den Loons und dann dem Klonzauber. Also und wie lange der vor allen Dingen, wie lange die Klone leben, das ist auch der Hammer. Der ist auch Max Out, der Klon. Zauber, da müsste ich mal gucken. Ich habe den ja letzte Woche auch einmal benutzt und fand den ja eigentlich auch ganz schick. Gerade mit den Loon-Angriffen. Im Moment bin ich natürlich wieder mit dunklen Truppen am Farmen. Liegt daran, dass ich natürlich ein bisschen Elex brauche. Jetzt für meinen oder für die Barbaren dann später. In 7 Tagen geht das ja schon los. Ah, nee, stimmt gar nicht. In 14 Tagen geht's los. Also ich habe noch 14 Tage Zeit für 6 Millionen. Das treibe ich wohl irgendwie wieder auf. Und auch in den Regionen hier oben, Gold 1, wenn ich also mit dunklen Truppen farme. Ja, aber ich muss mal gucken, ich will natürlich zum Start von Rathaus 11 wirklich alle Pötte voll haben hier. Und um möglichst viel Gold und Elex dann gleich auszugeben, also in die Sachen hier zu stecken. Und es kommt ja kein Kasernen-Update dabei, also das heißt, ich muss diesmal keine 4 Kasernen appen. Nur, dass ich jetzt auch die Endtruppe bekomme für Rathaus 11, denn ich habe alle Truppen. Und da bin ich auch ganz froh rum, dass jetzt im letzten Update nicht irgendwie noch wieder eine Truppe dazu kam, die du dann quasi als RH10er, 11er oder was auch immer noch wieder mehr machen musst. Oder die Kaserne womöglich für ausbauen musst. Und so muss man sich zumindest darum nicht kümmern. Habe also 4 Kasernen und kann hier eigentlich volle Pulle loslegen. Ja, schön gemacht hier vom Arthur. Jetzt habe ich so ein bisschen ausgeschweift hier auf mein RH11, was es ja noch nicht ist. Ich hoffe, die Folge hat euch trotzdem gefallen hier aus unserem CK. Wir haben auch aktuell sofort wieder gestartet und spielen ein Jahr 25 gegen 25. Also hier wird nicht aufgestockt und wir sind auch relativ voll im Moment. Ja, 45 von 50. Ich bin natürlich auch mit 2, 3 Accounts hier jetzt im Moment. Einer ist ja eigentlich nie da. Das ist der, wo ist er denn eigentlich hier? Der Avatar, der macht ja seinen Helden auf 29 und dann geht er auch wieder raus hier, denn so viele Chars hier in einem Clan, das ist auch nicht gut, denn wenn ich dann hier die CKs mitspiele, das wird mir dann alles zeitlich ein bisschen eng, also machen wir es erstmal nicht. Ja, ich freue mich auf jeden Fall. Ich habe noch ganz am Ende was Aktuelles hier. Hier geht meine Kampfmaschine übrigens endlich auf Level 10, also dann habe ich die auch. Ich habe jetzt die ganze Zeit nicht geforscht, habe auch ein bisschen diesen Bonus hier verstreichen lassen. Und der neue Bonus, den man ja hier letztendlich bekommt, der in dem Event hier ist ja, dass du einfach nur den Timer etwas günstiger resetten kannst. Das heißt also, wenn ich den Boost jetzt anschmeiße hier, wir schmeißen ihn einfach mal an, und wenn die 8 Minuten hier rum sind und ich will dann gleich nochmal boosten, dann kostet das nicht so viel Juwelen. Ja, und das 60 Tage lang, naja. Ich meine, wer das hier viel mit Juwelen macht, also immer, ich weiß gar nicht, wie viel es dann kostet, aber es ist wirklich nicht viel, der kann das gerne machen. Ich mache hier im Nachtdorf ja eigentlich recht wenig. Aber wenn ihr vielleicht mal wieder eine Nachtdorf-Folge sehen wollt, dann mache ich die natürlich auch mit voller Kampfmaschine ab morgen. Und ich würde sagen, wir sehen uns am Wochenende, wie auch immer, in den Videos, vielleicht im Stream. Ich kann es noch nicht genau sagen. Bis dahin, euer Toto.